Okay, da sind wir schon. Sieht scheiße aus, was wir da anhaben. If we get caught, I'm gonna tell them that you forced me to steal all this shit at gunpoint. No hard feelings. Jojo, passt. Haben wir denn hier überhaupt noch was zu kaufen? Laserziehfernrohr. Das Verfeinerungswerkzeug will ich haben. Jawohl, das war Kommando-Outfit. Wir haben so viele Münzen, das können wir uns eigentlich auch mitnehmen. Und dann nehmen wir das auch mit. Taktische Shotgun. Mit hoher Kapazität für größere Gruppen, die nehmen wir auch mit. Und dann haben wir kein Geld mehr. Aber hier gibt's. Wir haben ihn sowieso leer gekauft. Gut, jetzt schauen wir nochmal hier dahinter. Hier dahinter. Das Kommando-Outfit werde ich mir anschauen. Hier. Wo ist es? Wo ist es? Nachtschatten? Waldhüter? Zeig mal. Da friert sie doch. Da hat sie wenigstens noch was drunter. Sacra Umbra. Expeditionsjacke. White out. Jacke. Pionier, was bist du? Hat sie so eine dämliche Fliegerbrille auf dem Kopf? Nee. Der Geistweber. Eigentlich sollte man den nehmen. Obwohl. Kann ich hier rauszoomen? Nee, leider nicht. Was ist das? Ich tendiere ja zur verbliebenen Jacke. Sibirischer Waldhüter. Das müssen wir alles erst herstellen. Wir nehmen, wir bleiben. Ja, wir bleiben bei der. Was haben wir hier noch? Halt, wir haben Waffen. Waffen. Waffeln. Wir haben für unsere Waffeln Upgrades gekauft. Für eine höhere Schussfrequenz. Und für schnelleres Nachladen. Ach, die Halbautomatik können wir noch. Wollen wir aber nicht, wollte ich sagen. Was haben wir hier Schönes? Da haben wir alles. Die Doppelpfeile, Shotgun-Experte. Nein. Leichenfallen. Stellen Sie Granaten her. Shotgun. Handobjekte. Wir nehmen mal das. Wir haben eh bald alle Fähigkeiten gelernt. Okay. Und wo ist jetzt, wo wollen wir hin? Jetzt habe ich schon wieder auf M gedrückt, ich hält. Wir wollen hier, wollen wir hin. Hier, da. Ja. Ich kann da aber keinen Punkt setzen. Wow, ich kann da auch keinen Wegpunkt setzen. Finde ich gut. Klappt ja mal wieder super. Da, Seil. Ach, wir hätten noch die andere Shotgun auswählen können. Halt. Nach zurück will ich. In die Richtung hier. Halt nicht den, sondern den. Ob da jetzt wieder Feinde rumlaufen? Junge!
Overwatch. We have contact with the native in the old sawmill. We've wounded her, but it looks like they set traps around the perimeter. I've got one casualty so far. Doing a sweep. Okay. Wow, wie viel Öl wir gerade einsammeln konnten. Ich wollte aber eigentlich erst zu einem Lager. Do not let the target slip away. We need to know why they were following Bravo Team. Um die andere Shotgun auszuwählen. Dann kümmern wir uns gleich um. Bravo hasn't run into any more resistance along the way. But find the native. We need to get some answers. Okay. Ein exotisches Tier in der Nähe. Ist mir gerade mal egal. Da ist das Lager. Ich verlaufe mich gerade wieder ein bisschen. Da ist noch eine Fahne. Ha, sowas. Immer dann, wenn man einfach mal gar nicht danach sucht. So, Waffen, Waffen. The Shotgun. Kipplauf, Pumpgun. Die hier wohl. Die hat wenig Schaden. Ja. Ach, egal. Aber mehr Dingens. Okay, also wieder danach oben. Buh. Lauf, du Hirsch. So. Oh, mein Headset drückt. Bist du ein Freund oder ein Feind? Ich weiß es nicht. Who's there? Ich kann ihn so nicht töten. Intruder! Aua! Wo bist du? Hä? Wo ist er denn? Da oben ist noch ein Schrank. Wo ist... Der ist runtergefallen. Aua. Was wäre? Ach, den Verbliebenen, okay. Aber die haben doch gesagt, die Verbliebene. Ach so, die verstecken sich da drinnen. Verstehe. Nothing, but definitely big enough to hide in. Maybe one of these lockers. Ja, ja. Wollte nur gucken, ob da noch was anderes ist. Hier ist keiner. Empty. Got to check the last one. Blood. That hurt. Stop! No closer! I'm not with Trinity. My name is Lara, and your gun isn't loaded. I can see the cylinder is empty. The firing pin never worked anyway. You're hurt. I just need to... sit down for a moment. Lara, was it? I'm Nadia. I could use your help. What can I do? My grandfather snuck out of the village in the night. I think he's headed for the Wicked Vale, where the witch Baba Yaga lives. I was trying to catch up with him when the invaders caught me. Before I was born, the witch killed my grandmother. Grandpa always talked about revenge, but I never thought he'd actually go through with it. There isn't much time, and I'm in no condition to go myself. We have to find him. Die Grafik hier ist irgendwie sehr merkwürdig. Ja, wir nehmen es an. I'll head out that way and see if I can pick up his trail. The path to the Vale is through the cave to the east of here. Okay. Da. Kann ich jetzt da einen Wegpunkt hinsetzen?
Nein. Natürlich nicht. Aber die Höhle ist ja nicht weit. Da waren wir auch bestimmt schon drin. Die hier ist es nicht, ne? Nein. Da waren wir mit Sicherheit schon drin und wahrscheinlich ist jetzt an irgendeiner Ecke, wo vorher Gestrüpp dran war, da dieses Gestrüpp jetzt weg und wir kommen. Boah, Alter! Aua, aua, aua! Bescheuert oder was? Wie die mich aber erschrecken. Ich rechne nicht damit, dass hier noch jemand rumläuft. Ist wahrscheinlich die Höhle, ne? Jawohl. Also müsste. Pilze brauchen wir nicht. Da wachsen Blümchen, guck mal. Die sind mir noch gar nicht aufgefallen. So, da geht's zum Grab. Hier ist noch... Es ist nicht die Höhle. Hä? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Oder kann ich das Gestrüpp wegräumen? Nee. Ich schau mal noch ein Stück weiter. Ich glaube, hier ist immer falsch. Nee, ich glaube, hier sind wir falsch. Nochmal raus. Muss eine andere Höhle sein. Ah, mein Headset drückt schon wieder so. Und ich weiß nicht warum, ich hab's doch... Ist doch gerade erst eine Dreiviertelstunde. Nach rechts. Höhle da oben irgendwo. Finden wir schon. Früher oder später. Hä? Nee, hinter uns. Hä? Ich komme nicht mehr mit. Aua. Aber hier gab es ja noch mehr Höhlen. Hier wäre zum Beispiel eine Höhle, die ist aber versperrt. Ich bin verwirrt. Missionen. Durch die östlichen Schluchten. Wo denn? Durch die östlichen Schluchten. Hier ist eine Höhle. Ist die das vielleicht? Hier waren wir aber auch schon drin. Öl brauchen wir nicht. Hä? Fängt ja gut an. Im Herumirren bin ich ja ganz groß. Hä? Wo denn dann? Ist auch scheiße, dass wir uns hier keinen Wegpunkt setzen können. Wird uns irgendwas angezeigt? Nö. Da ist dicht. Da ist dicht. Ich laufe wahrscheinlich gerade ganz falsch. Komme ich da hoch? Da will ich hoch. Du bist so doof. Springt sie da voll daneben. So eine Nuss.
Ja, du bist so doof. Du bist so doof. Geh da hoch. Wir haben auch überhaupt keine... Nee, wir haben überhaupt keine Anzeige. Dann muss es... Hier irgendwo? Ah, da oben ist eh nichts. Würden wir sonst leuchten sehen. Hier fehlt uns auch noch irgendeine Herausforderung, die ich vergessen habe. Welche war das? Nein, nicht Ressourcen. Missionen, Herausforderung. Irgendwas fehlt uns da noch. Was war das? Ach, die Poster. Richtig. Mal sehen, vielleicht begegnen wir noch ein, zwei Postern. Welche Waffe haben wir gerade? Pistole? Hä, aber hier bin ich doch... Nee, hier kann ich doch nicht richtig sein, oder? Ich find's nicht. Ich habe mich so auf den DLC gefreut und ich komme nicht weiter. Ich finde den Eingang nicht. Hier ist kein Eingang. Nein, hier ist kein Eingang. Hier ist eine Höhle. Aber die ist es doch auch nicht. Ich gehe mal da rein, auch wenn ich nicht glaube, dass wir da sehr weit kommen. Nee. Hier ist ja nichts, außer wir kommen da jetzt durch. Nein. Mann, wo ist das? Wie komme ich denn da hin? Ich will da einen Wegpunkt setzen. Warum gibt es nicht? Was ist das für ein Lager? Gefrorene Klamm. Ich suche mir ein Lager. Und reise zur gefrorenen Klamm. Jawohl. Das klingt nach einem Plan. Gefrorene Klamm. Jawohl. Das sieht näher aus als das, wo wir gerade sind. Aber da waren wir schon. Oder? Scheiße. Ich kenne mich nicht aus. Okay. Sind wir jetzt hier denn richtig? Ja. Vielleicht. What more can you tell me about the Wicked Vale, Nadia? My people stay far away from that place. They have for centuries. When the Soviets were here, they tried to build an outpost in the Vale. But they angered Baba Yaga, and she drove them all mad. Grandpa told me all about her. She lives in a magic house that can walk with the legs of a bird. Do you believe all that? The house with the bird legs? I trust Grandpa. He was in the gulag when the Soviets took my grandmother into the Vale to help them study the ruins. The witch killed her, and he's never forgotten that. But a witch straight out of a Russian folktale? It sounds unlikely. Just be careful. Something is in the Vale. Nothing good happens in that place. Wow. War die Wand schon immer da? Ich weiß es nicht. Ja, die war schon immer da. Meine Erinnerung. Lara, hang on. I'm picking up a transmission. You need to hear this. Oh, Entschuldigung. We need immediate extraction. Shit. What the hell is that? It's walking. Huck. Da drüben wollte ich schon mal hin. Did you hear that? That was the witch. Something's definitely happening out there. Whatever it is, we'll get to the bottom of it. Da wollte ich schon mal hin und jetzt hängt da ein Seil.
Das heißt, jetzt kommen wir dahin. Hurra! Auf den Endurance-Modus freue ich mich auch schon ein bisschen, auch wenn ich da wahrscheinlich komplett versagen werde. Das sieht aus, als würde es runterbrechen. Nein, tut es nicht. Wow. Gut. Warum hat sich meine Maus gedreht? Meine Kamera, also, weißt du schon? Das Wasser sieht immer noch irgendwie merkwürdig aus. Oh, nicht zusammenbrechen. Halte ich auch für sehr gesund, hier so rumzulaufen. Bist du ein Lager? There's a small camp here. Sounds like Grandpa made it that far at least. You're almost into the veil. Es ist kein Lager für uns. Baba Yaga spricht man das anscheinend aus, wenn ich es richtig gehört habe. Hier liegt ein Haufen Zeug. Lups. Aber nichts, was man einsammeln kann. Ich höre es dingeldongeln. Gibt's hier auch neue Gräber? Wir sind immer noch in der Sowjetanlage. Jetzt sind wir. Ah. Nadia, I think I found your wicked veil. I don't know if it's Baba Yaga, but there's something out here. Be careful. This is her land. Okay, jetzt sind wir also im gottlosen Tal. Ich hoffe, das ist nicht alles für 10 Euro. Ups. Wo? Gottloses Tal. Eine Herausforderung. Ein Relikt, 21 Dokumente und 6 Ver... Kein Grab? Da ist dicht. Naja, vielleicht geht's ja noch weiter. Ich weiß es ja nicht. Erzählen wird sie uns nichts. So, was haben wir noch zu lernen? Ach, lernen wir das noch. Wir kriegen ja noch genug Punkte. Waffen lasse ich. Wenn wir genug Zeug haben, können wir uns auch die ganzen Outfits herstellen. Und da liegt schon was. Initial contact was made with the elderly native male at 0700. At first, we believed he was participating in an assault on the facility, but he proceeded away and through an unmapped canyon. We received authorization to pursue at a distance. And already we've encountered ruins and other promising signs. We're trying to keep calm out here, but this looks like a big find. That discovery bonus is as good as ours. Team Bravo. Oh, wie schön. Oh, vielleicht doch nicht. There's some sort of pollen drifting here. Flowers. What did you say? What did you say? I can't understand you. My head is spinning. Oh no. Oh no. It's too late. This is when you die. Wo ist der Ausgang hin? Ich kann Q nicht drücken. Ich kann auch nicht springen. Voll der Trip. Ja. No, must be dreaming. He isn't real. Can't be. Ach, du bist auf dem Trip, ist ganz normal. Just keep moving.
Lara, Dad? Dad? No, it can't be. No, wait. Du bist entweder schläfst du tatsächlich oder du bist ziemlich high. I'm close, Lara. I'm close, Lara. I'm close, Lara. I'm close, Lara. Wait, where am I? How far does this path go? It's not real. Not him. Dad, stop. Please don't. God, no. Got to get out of here. Hui. Ich habe sowas Ähnliches erwartet, deswegen habe ich mich jetzt nicht allzu sehr erschreckt. Aber ein bisschen erschrocken bin ich trotzdem. I just want to leave, please. No. No, this isn't. Okay. Unsere Sicht ist immer noch leicht verstrahlt. Den Horrortrip haben wir hinter uns. Sind bestimmt. Oh. Schub nur auf Anker! Was? Aua. Geht weg von mir. Höllenhunde. Carlo Schuchato! No, this... Oh God, don't... Come, your father awaits. Not real. Lara! Can you hear me? Are you there? Yes, I'm here, I think. What happened? You started coughing, said something about flowers and pollen, and then nothing. I thought the witch had killed you. I think I was hallucinating. God, I hope I was. Hallucinating? There is a flower in a valley that can bring on visions, but the effects are too weak. Any idea what this place is? I see ducks and pipes. Soviet from the looks of it. It has to be the outpost the Soviets built to study the ruins. My grandmother was a scholar and they brought her here to help with her research, but that was the last time Grandpa ever saw her. There was only one survivor, an officer who stumbled out a few weeks later. He said the witch made them do things.
Ich wollte eigentlich vorher, gerade bevor die Hexe kam, vermuten, dass es irgendwie ein Pilz ist. Es gibt ja diverse halluzinogene Pilze. Also praktisch Pilzspore eingeatmet, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie vermischt mit Wasserdampf aus dem... Keine Ahnung, egal. Jedenfalls irgendwie Pilzspore und Halluzination und das Haus ließe sich ja damit auch erklären. Und die Hexe und... Also das Haus auf den Beinen, meine ich. Wow, was für ein Auftakt. Cool. Hat mir gut gefallen. Kann ich hier schwimmen? I knew it was a mistake when I threw the drink in his face, but I did it anyway. I thought Minister Dyatlov's shocked look would be worth the loss of funding for my research. I was a fool. The KGB bastards knocked down my door before dawn. 5 years. A work camp. They no longer have the spine to call it what it is. They call it Freedom Station. Liars. It is a gulag. I promised myself I would not let them break me, but I wept for mercy in my first week. I must find a way out. There is a guard. A red-cheeked boy named Ivan. More sweetness than sense. It pains me to use one so guileless as he, but I will not rot here. Hui. Ich muss hier erstmal ein bisschen drauf klarkommen wieder. Es war... Es war nicht schlimm oder verstörend oder sowas. Es war einfach. Es war etwas, womit ich nicht gerechnet habe und was ich jetzt erstmal noch verkraften muss. Ach, ist das schön mit dem Regenbogen hier. Ich mache jetzt aber eine ganz kurze Pause und gehe meinen Kaffee nachfüllen und schau mal, ob die Katzen noch was zum Fressen haben. Und dann geht's gleich weiter in, wahrscheinlich sofort bei euch auf YouTube. Und ja, bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder und habe ein kleines Bonbon im Mund, weil Halsweh. So, weiter. Keine Ahnung, warum ich die ganze Zeit heiß wie habe in letzter Zeit. Wahrscheinlich von dem scheiß ekligen Winterwetter. Und Arbeit und bla. Hä? Kletter da mal hoch. Das wusste ich doch, dass da was liegt. Ivan, I thought it would be simple. Most of these rough, stinking thugs take what they want from the prisoners. I chose Ivan because I thought he would bend. But it is worse than I thought. He is a good man. He does not want to be here any more than I. That sentiment holds little weight when he eats well and sleeps with a blanket. But I credit him with a moral compass these others lack. This place sickens him. He knows his part in it. Hates what he does. I caught him pushing back when he thought no one was watching to calm his guilt. I told him it was not enough. Showed him how to do more. We worked well together. Planned our escape. But it is too late. I am pregnant. We are damned.
Someone's been in here, recently. Building on top of the ruins. What do you see? Some sort of makeshift distillery. Smells just like the flowers. Shit! Of course! She's refining the pollen, weaponizing it. There's no magic here, Nadia, just someone very clever. Wait, but if it is just a person, then wouldn't the pollen affect her too? If she can resist it somehow, then so can we. Must be a way to break it down. I never held my daughter. They took her from me on the surgeon's table. I tried to fight, but they are many, and I am weary. Then they dragged me away, split our three hearts apart. They have taken me to a hidden vale where ancient ruins stand. They tell me if I cooperate, I will see my family again. I will never trust these monsters, but I do not have a better plan. There are curious flowers here. Exposure to the pollen has left my captors rattled, and they will go no further than our little outpost. They brought me here in the hopes that my expertise in botany would help them find a counteragent. At last, the state has a use for me. I nod and smile. I play the part. But they cannot break me again. For my daughter. For Ivan. I will live. It's been weeks since these bastards dragged me from the Gulag, from Ivan and my daughter, to this strange vale. They have tasked me with finding some way of counteracting the unusual effects of the pollen that hangs in the air. Now I believe I have a formula that may work. An extract from the seed pods of the plant. The liver of animals that consume the flowers and have metabolized the toxins. A phenothiazine derivative. The last ingredient is a risk. They have it in large quantities around the Gulag, where it is used as an insecticide. It may also act as a rudimentary antipsychotic, bearing a chemical similarity to other compounds I have studied. Or it may be poisonous. I will try the mixture on myself tonight. I found something. One of the prisoners wrote down a formula that might counteract the effects of the pollen. It has to be for my grandmother. The witch killed her, and now she's gonna help save Grandpa, just like in one of his stories. Nadia. Have faith, Lara. Hop back to the Soviet installation where we met. I'll help you find what you need. Nadia, my granddaughter. By now you already know. I am going into the Vale to kill the witch, Baba Yaga. I have gone to seek revenge for your grandmother. There are newcomers in our valley, armed men arriving in helicopters. I do not know what they want, but I know if I am to go, this
is my last chance. You deserve to know the truth. To know why. Your grandpa is not a wise man. I have become, with hard work, a good man for your grandmother's sake. But it was not always so. I came from the West, where even a small village has thousands of inhabitants. I was a lazy young man, and I dreamed of an easy life when I joined the party. A comfortable desk in a big city. But they sent me here, to the ends of the earth, to watch men and women work and starve and die, to participate in their punishment. I knew it was evil, but I did not know how to fight until I met her. I don't have the words to describe what I just saw. I went inside the Wicked Vale looking for Nadia's grandfather. I barely escaped with my life. It was like a fairy tale, but through a broken, filthy mirror. And Dad, I know intellectually it was all in my mind, but the gunshot is still ringing in my ears. There's something terrible going on in there, and while I don't believe that it is magic, it is extraordinary. I have to find out what's behind all this, but first, I have to find a way to see clearly.